Das hier mache ich eigentlich jeden Morgen. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Keime hier auf den Fingern sind und dass die Creme trotzdem nicht schimmelig wird? Warum das so ist, das sollen mir mal die Kosmetikexperten von Dr. Stretmanns erklären. Und die sitzen hier in Hamburg. Rund 150 Bakterienarten tummeln sich hier auf meinen Händen, so wie eigentlich bei fast jedem Menschen. Und nicht alle davon sind schlecht, aber einige können schon dazu führen, dass die Creme sich verfärbt, dass sie anfängt zu riechen, ich Hautausschlag bekomme oder sogar eine Bindehautentzündung. Und Frau Samina Petersen ist Leiterin der Anwendungstechnik hier bei Dr. Stretmanns und Expertin in Sachen Kosmetik. Frau Samina Petersen, wie kann man das denn verhindern? Ja, also Sie haben ja im Prinzip schon ganz richtig erkannt, Bakterien gibt es überall in unserer Umgebung und dass sie in ein Produkt hineinkommen, das können wir im Grunde genommen nicht verhindern. Was wir aber machen können, ist, dass wir dem Produkt sogenannte antimikrobielle Rohstoffe zusetzen, die dann verhindern, dass sich die Bakterien in dem Produkt ausbreiten, dass sie sich vermehren und diese dann eben abtöten. Also braucht man Konservierungsstoffe. In den 80ern kam allerdings Kritik an einigen gängigen auf und Dr. Stretmanns gehörte zu den Pionieren, die erstmals Alternativen angeboten haben. Inzwischen hat sich die Bandbreite deutlich vergrößert und hier arbeiten mittlerweile rund 70 Menschen daran, innovative Rohstoffe für die Kosmetikindustrie herzustellen. Und einige davon lasse ich mir jetzt mal zeigen. Frau Samina Petersen, wir machen jetzt zusammen eine Creme. Ja, genau. Wir machen eine Gesichtscreme. So soll sie später mal aussehen. Mhm. Der eine Rohstoff, der fehlt noch, der kommt gleich noch mit dazu und den wiege ich mir jetzt ein. Vielen Menschen ist ja auch immer wichtiger, was ihre Kosmetik enthält. Was spricht denn eigentlich für Ihre Konservierungsstoffe? Ja, also es ist so, dass wir eine riesige Bandbreite von Rohstoffen zur Verfügung haben, die in unterschiedlichsten Kombinationen eingesetzt werden können und auch ganz speziell auf das jeweilige Produkt zugeschnitten und den jeweiligen Einsatzbereich. Dadurch können zum Teil auch geringere Mengen eingesetzt werden, sodass letztendlich auch das Risiko für Allergien gemindert wird. Und das sorgt jetzt dafür, dass die Creme nicht schlecht wird? Ja, genau. Das ist eine Mischung aus Levulinsäure und Anissäure. Das sind zwei organische Säuren mit einer sogenannten antimikrobiellen Wirkung. Das heißt, sie töten Bakterien in der Creme ab. Meine eigene Creme? Ja, genau. Bitteschön. Super, herzlichen Dank. Übrigens ist es so, dass Dr. Stretmann keine eigene Kosmetik anbietet, sondern Rohstoffe für die großen Hersteller liefert. Aber die Creme, die kann ich jetzt ausprobieren? Ja, genau, die ist jetzt sicher. Super, das fühlt sich echt schön an. Und außerdem weiß ich ja jetzt ganz genau, dass dank der Konservierungsstoffe die Bakterien auf meinen Fingern keine Rolle spielen und diese Creme hält und ich keinen Hautausschlag bekomme. Evonik, Kraft für Neues.